Die Musik ist mega geil. Ja, wahrscheinlich ist sie mega geil. Die Mucke macht einen nur aggressiv, wenn du mich fragst. Links oder rechts? Alter, wie mies ist das bitte? Das ist der Pfeil. Das ist der Pfeil, Mann. Ja, da kommen sie auch schon, oh Mann. Ja. Nein! Junge! Oh, ich war so weit. Ah, diese verschissenen Fische, ey. Wie sagen denn die, ich weiß nicht. Was sagen die denn? Prost, Cerveza. Was sagen die denn? Was sagen die Spanier zum Prosten? Oder die Mexikaner oder... Nastrovi nicht. Nee. Salut! 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 Ja. Bestimmt. Wieso kann ich nicht mehr blocken hier? Das ist... Ey, ich raste aus. Junge, ich hab ihn! Na endlich, du dreckiges Mistschwein! So, Alter. Ihr habt mich gut ausgebildet. Gut. So, Junge. Boah, also ich habe halt die Taste diesmal so wenig gedrückt, dass ich sie gar nicht mehr gedrückt habe. Dann ist es natürlich auch wieder zu wenig. Also drücken muss man schon, man darf halt nur ganz kurz drücken. Und das in einer sehr unentspannten Geschwindigkeitssituation. Oh, und was ist das dann? Was ist das dann bitte? Was war das? Und dann durch die Sägen durch oder was? Das geht doch gar nicht mehr. Vor allem der Kollege, den ich hier holen kann, der ist halt einfach mal sofort tot. Ha! Er hat den Abgang gemacht! Wirklich am Rumhampeln, ey. So eine Kacke. Was für da war das Ziel, Dari? Was? Oh. Nice. Ja klar, gut. Stell dir vor, der wäre schnell. Ja. Stell dir vor, alles wäre schnell hier. Oh fuck. Das kann ich ja nicht. Nice. Stacheln irgendwo kommen raus, oder? Oder runter? Nein. Nein. Eigentlich nicht die Art von dem Game. Ey, wenn du das nicht weißt, ne? Ey, wieso kann man die Steuerung, wieso kann man die Tastenbelegung bei so einem Spiel, ey? Alle Spieleentwickler, die das hier sehen sollten, das werden nicht viele sein. Aber wenn das ein Spieleentwickler sieht, bitte, wenn ihr ein Spiel habt, was einfach nur aus links, rechts und X-Knopf besteht, ja? Es gibt quasi keine kombinationsmäßigen Inputs, es gibt nur ein paar Knöpfe, die man drückt, dann gibt doch eine Ding ist, dass ich quasi auf den Knopf springen kann, wo ich will. Und wer springt bitte auf nach oben? Das macht man nur bei einem Kampfspiel. Bei Kampfspielen macht man das. Ich bin verletzt. Boah, Junge, die Parade war wieder vom Allerfeinsten. Oh Mann, das war so eine Fickraupe, ja, Mann, oh Mann. Fickraupe. Da ist noch ein Stück von der Fickraupe. Oh Mann, das fickt einen. Ey! Oh, oh, oh. Und Luft.
Luft easy. Raus mit der Luft. Luft easy. Luft easy. Hey, wieso hat er die Luft nicht genommen? Nimm die Luft, komm! Oh, Mann! Alter. So, was läuft? Moin. Hallöchen zusammen, Dari, Alter. Moin. Cool, dass du wach bist. Boah, ja, ne, ey, übel, ey. Ich hab ja gedacht, so jetzt August wird bei mir so richtig entspannt, weil Schule vorbei ist und jetzt muss ich halt arbeiten wie ein Arsch. Ich muss nächste Woche außer Dienstag jeden Tag arbeiten, inklusive Samstag, Sonntag. Und dann wahrscheinlich Montag auch wieder. Es ist so übel. Ja, das ist so übel, ey. Jetzt habe ich quasi endlich Ferien und habe weniger Zeit, als ich jemals hatte. 6 Wochen frei, Alter, das ist so geil. Also 6 Wochen richtig frei ist halt geil. Ich habe jetzt 4 Wochen schulfrei oder sogar mehr auch. Also auch locker 6 Wochen, aber zumindest jetzt aktuell muss ich erstmal arbeiten wie sonst was. Aber naja, Kohle ist ja auch eine gute Sache. Wann ist bei dir komplett frei? Ja, das wüsste ich auch gern. Das wüsste ich auch gern. Vielleicht in 2 Wochen oder so. Wenn bei der Arbeit halt alle ihren Urlaub und so da alles geklärt ist und so. Vielleicht habe ich dann wieder ein bisschen mehr frei. So, A New Beginning, Kaizo. Davon habe ich, glaube ich, das Preview schon gespielt. Fangen wir damit an. Ich dachte eigentlich, ich hätte jetzt erstmal so richtig, also so komplett frei habe ich halt eigentlich nie. Ne? Aber wenn jetzt halt nur so 2-mal die Woche ein paar Stunden arbeiten muss oder so, ist ja easy. Weißt du? Oh, fast direkt mal, also der erste Shelljump war es schon mal. Achso, oh, warte mal, jetzt die Game Sound ein bisschen leiser. Der mit, er, oh Gott, der kommt jetzt wieder. Shit, dann wollen wir mal sehen, ob das nochmal so gut klappt wie letztes Mal. Wahrscheinlich nicht. Oh. Hast du geändert? Ah, okay. War zu leicht, ne? Man hat direkt gesehen. Oh. Ist quasi kein Mid-Air mehr, ne? Es ist nur ein Spring Drop und dann drauf jumpen. Die Shell Jumps funktionieren, ey, Junge. Fuck. Viel einfacher. Mhm. Sag mal, hat hier irgendein Shelljump nicht funktioniert? Junge, einfach 10 von 10 Shelljumps, bam. Was ist schon Shelljump? Kein Problem. Zumindest irgendwie so, wie die hier gebaut sind, lassen sie sich super smooth machen. Wow, geil. Ich bin's einfach. Checkpoint. Okay, ich habe nicht geglaubt. Jetzt habe ich der Glaube war nicht da und jetzt habe ich direkt neu gestartet. Aber egal, der erste Part ist. Krieg ich locker nochmal hin. Da war der erste Shelljump-Fail. Ja, genau, denn ich glaube, wird bestraft. Instant. Oh, das habe ich falsch ge... Ja. 4-mal. Nicht neu starten. Thank you.
Ah, jetzt habe ich mich verzählt. Wieso kann man nicht bis 4 zählen? Mann. Eins, zwei, drei. Wow! Nice. Und der Checkpoint, der verdiente. Boah, so dumm. Ah, ist einfach wieder ein sickes Level, ohne Scheiß. Wieso kriege ich jetzt hier den Shellshot nicht hin? Junge! Wow, Junge! Wow. Yay. Geiles Level. Jetzt kommt die Kaizo-Ära. Heftig. Erst gab es die Reaction-Ära, dann die Kaizo-Light-Ära und jetzt kommt noch die Kaizo-Ära. Geiles Level. Alter, irgendwann in 45 Sekunden. Ah, okay, ohne Tod. So, warte, wir können ja, glaube ich, direkt hier drin bleiben, ne? Hier gibt's gar keinen. Weil Precision. Stimmt, aber da kann man zwischendurch auch noch ein bisschen was. So, gehen wir direkt ins nächste. Sleep Paralysis, Kaizo. A Kaizo Level with 2 Checkpoints, Full Jumps Required, have fun. Da auch schon wieder 25.000 Plays, das Ding. Na, schauen wir mal. Davon kenne ich jetzt, glaube ich, kein Preview oder gar nichts. Man weiß es nicht. Was? Das war ein FF gebaut, okay. Achso, hier geht's ja oben drüber. Ich habe mich von der Säule verwirren lassen. Als wäre eine Wand. Jumps gemacht? Warte mal. Mal genau drauf achten jetzt. Boink. Boink. Ne, alles gut. Wow, Junge! Ah, okay, den blauen nicht gesehen. Halt B. Achso, ja, ja, klar, klar. Wie macht man diese Full Jumps? Boah, die Hitbox hat er wieder absolut grüßen lassen, ne? Das war wieder die Mancha-Hitbox der Vergeltung. Huhu.
Uhu, yeah, baby. Die Setups wieder komplett des Wahnsinns. Ey, was war? Was gibt's? Ich kann mehr, ne? Ja. Wow, okay. Verstehe. Jo, Mimix, moin. Ah, da muss auch wieder erstmal. Das ist wieder so eine Glaubensprüfung, das Level. Also der Part zumindest. Ah, weil der Naked noch so angeflogen kommt. Man rechnet einfach nicht mit ihm. Ah. Cooles Level, auf jeden Fall. Der Party scheint mir schon ziemlich schwer, muss ich sagen, aber auf jeden Fall ein geiles Level. Vor allem an dem Party, also an der Move, der glaube ich, muss schon halbwegs. Also ich muss da zumindest halbwegs wissen, was passiert, damit ich da. Also ich muss darauf vertrauen, dass der hier kommt. Ah, shit. Dass der Naked da angeflitscht kommt. Ah. Ist doch Kaiso, ja, ist es. Also auf jeden Fall. Ja. Kaiso Level sind ja nicht unbedingt dafür bekannt, dass man alles First Try schafft. So, jetzt pass auf. Siehst du, easy. Oh, ihr habt ja nicht geglaubt. Wieso nicht? Der Glaube hat wieder ach. Pass auf jetzt. Man muss komplett glauben. Ja. Wenn ich das nächste Mal gefragt werde, woran glaubst du? Ich glaube an die Indikatoren aus Dari-Leveln. Wie geht's? Ach ja, ganz gut, ey. Ich habe eben schon drüber geredet, dass ich aktuell leider, also jetzt in der nächsten Woche, super viel arbeiten muss. Das ist etwas freudemindernd. Sagen wir es mal so. Aber ansonsten geht's gut. Das check ich nicht. Irgendwas mache ich falsch. Hä? Ich kann halt unten wenig nochmal auf dem Ding landen, kann das sein? Muss ich auf der Spring landen? Wie loslassen? Ah. Ah. Ja, jetzt wird's aber noch mal, jetzt wird's aber noch mal anders, ey. Aha. Du auf den Indikator.
Junge, Mann! Oh, den Knoten nicht gekriegt. Was ist mein Lieblingstier? Boah, es ist schwer zu sagen, das auf eins einzugrenzen, aber spontan würde ich sagen Elefant. Aber Huhn ist bei mir auch ganz oben. Ah, ich Idiot. Und je länger ich drüber nachdenken würde, desto mehr würde mir einfallen, wo ich auch sage, boah, ja, die sind auch mega geil. Aber in meine erste Antwort ist Huhn und Elefant. Panda, auch geil. Spitzspatz, moin. Wow. Und jetzt? Was war das? Elefanten auch, ja. Elefanten sind auch, ich finde Elefanten sind mega geil. Vor allem, ich habe schon so voll viel halt, man sieht ja immer so Videos und so, ne? Und ich habe schon so ein paar Sachen gesehen von Elefanten, wo ich denke, die haben so einen geilen Humor. Halt Y und B. Oh, die Stelle hier macht jedes Mal Schmerzen. Ich halte es. Oh, okay. Oh yeah. Auch geiles Level. Ich glaube, ich fand das erste ein bisschen besser, aber beide geil. Nice. Geile Level. Sagst auch, erstes definitiv besser. Das war irgendwie noch sahniger irgendwie, keine Ahnung. Aber beide geile, beides geile Level. So, Spitzspatz. Zweite ist nur eine Glaubensprüfung, ja. Wie geht's? Ja, ja, gut. Ich kann nur immer wiederholen. Ich muss leider jetzt viel arbeiten die nächste Zeit. Das fuckt ein bisschen ab. Aber grundsätzlich geht's gut. Magst du mehr Mario oder Luigi? Also von der Person her ist mir egal, aber vom Spielen her Mario. Also, ich spiele ja auch immer mit Mario. It is a rebuild. It isn't my idea from the boss, but you like it. Trials of Death, Boss. Okay, 0,1%. Von der Person her. Ja, so, keine Ahnung, so vom Charakter her oder wie man es sagen will, keine Ahnung. Ich habe halt, ne, wenn man früher die Super Mario Super Show sich immer angeguckt hat, da habe ich mal beide gemocht. Das war einfach eine gute Kombination irgendwie. Ah ja. Alter, ach, Spitzschwarz, Mann. Was ist das denn hier schon wieder? Null Platz. Mehr als 2 Stunden. Ah, kann ich nicht versprechen, Dari. Ich werde gleich irgendwann angecallt. Und dann fahre ich mit dem Inuk und einer Freundin, bin ich dann unterwegs. Fuck. Deswegen kann ich noch nicht sagen, ob es 2 Stunden sind. So ein Level im Super Mario World Style. Ja, ja, okay, aber. Oh. Mach ich, Dari, mach ich. Aber was soll das sein? Was soll das bedeuten, Spatz? Ich meine, es ist im SMW-Style, klar. Aber. Das Level hat. Da ist mir kein Boss bekannt, der wo so wenig Platz wäre. Oder was so schwer wäre. Also im Original SMB. Ist ein schöner Boss. Ja, der Titel hat ja schon gesagt, I like it, aber. Oh, das ist halt schon. Von SMM Trails of Death, das sagt mir nichts. Also Super Mario Maker, klar, aber Trails of Death?
Ah, verstehe, okay. Verstehe. Oh, es funktioniert aber halt nicht. Ah. Also entweder ganz schnell links rüber oder rechts rüber und dann wieder so drüber springen. Nee, bau einfach mal und dann schauen wir so. Aber mach jetzt nicht extra schnell wegen mir. Ah, das war jetzt so dumm. Ansonsten ist das nächste Mal wahrscheinlich Dienstag geplant. Zumindest hätte ich Dienstag theoretisch eine Gelegenheit und deswegen vielleicht gibt es Dienstag den nächsten Mario-Stream. Es ist zu eng. Ist zu eng. Ach ne, also das hält es aber auch nicht lange aus, das Level. Nicht. Ja, kannst du vergessen. Ist eine nette Challenge, aber ne, das halte ich nicht lange aus hier. Ich schaffe ja nicht mal den ersten Sprung, dann schaffe ich ja noch alle Jubeljahre. Das halte ich nicht lange aus. Cool, aber ohne mich. Was sagen denn die Leute? Ach ne, kann ich hier gar nicht gucken. Oh, kein Kommentar dabei. Einer hat's geschafft. Nonka Blue.
Hopska hat's versucht. TR Hagot war der nicht auch eigentlich voll gut? Lars hat's probiert. Oh shit. Leute, ich muss kurz weg. Ich bin gleich wieder da. Kein Moment. Cool bleiben. Junge! Junge! Oh, heilen, heilen, Junge! Heilen wie ein Hurensohn! Hm. Oh Gott, das heil ich, Junge! Fuck! Oh Mann! Mann, ich war so. Vor allem der Kollege, den ich hier holen kann, der ist halt einfach mal sofort tot. Ha! Er hat den Abgang gemacht! Man kann Level auch nicht mehr ändern, wenn sie hochgeladen sind. Du kannst es natürlich runternehmen und neu hochladen, klar, ne, und dann geändert hochladen. Aber das will man natürlich immer nicht, weil dann sind natürlich auch alle Plays und alle Statistiken weg. Alle Likes und deine Baumeisterpunkte und so. Und habt ihr gesehen, in die Tür. Oh shit. Knapper geht's nicht. Also ich habe halt die Taste diesmal so wenig gedrückt, dass ich sie gar nicht mehr gedrückt habe. Dann ist es natürlich auch wieder zu wenig. Also drücken muss man schon, man darf halt nur ganz kurz drücken. Und das in einer sehr unentspannten Geschwindigkeitssituation. Oh, und was ist das dann? Was ist das dann bitte? Was war das? Und dann durch die Sägen durch oder was? Das geht doch gar nicht mehr. Ja, Hitless. Mann, oh, das triggert so hart. Oh Gott, wie das reintriggert. Aus der Hölle. Also, es ist halt auch einfach nicht so. Das können wir wahrscheinlich schon ein bisschen abkürzen und so. So, cool. Nicer Raum. Oh, auch geil. Schön, oh, gib mir mehr davon. Da oben ist einer, genau. Der kommt aber nicht runter. Das riecht doch nach Muskete. Zack. Hallo? Was ist jetzt mit ihm los? Was ist mit ihm los? Was geht mit ihm? Pick ihn jetzt, komm schon! Ja! Ja! Hallo, lass mich doch mal in Ruhe. Mann! So! So, was jetzt? Ey! Ey, was machst du denn da, du Stück Scheiße? Oh, ich lebe noch!
kann ich die umtauschen, aber es ist halt sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich, dass sie kaputt ist. Glaube ich eigentlich auch. Der ist so einfach direkt vor mir erschienen. Ja, ja klar. Und wie hast du reagiert? Ich bin reingelaufen und gestorben. So wie jeder normale Mensch reagiert. Ich find's mega, oh, mega cool, dass das sie... Okay, dann schalt auf den Stern. Schalt auf alles. Alter. Hier kommen aber auch die ganze Zeit Fische rumgeflogen. Es ist halt komplett absurd. Was passiert denn hier? Oh, die iFrames sind zu Ende. Ah. Ja, okay, das ist halt auch... Geil. Wie einfach. Egal wo man hinkommt, hier kommt halt einfach. Du wirst halt einfach nur gefragt. Ja! Okay. Ich. Oh, aua. Oh, oh, du hast nicht so viel Schaden gemacht. Hey, warte, was machen wir? Von hier komme ich. Oh. Au, oh, scheiße, verdammt nochmal. Hey, warte, das ist so dumm. Na gut. Keine Ausdauer mehr. Nee, jetzt hat sie die Explosion. Nee, ich dachte. Komm schon, kill sie. Kill einfach. Alter! Ja! Oh mein Gott! Alter! Ey, das war knapp! Ey. Dann war es das dritte Level, weil es kam ja nach dem Nashorn erst. Aber wir haben den Strauß. Wow. Du bist doch so ein schweres, fettes Stück Scheiße, Donkey Kong! Ach Gott, ey! Wenigstens das eine Leben wollte ich noch abziehen. Ich würde sagen, Ja, dann wäre er uns aufgefallen. Ne? Ja. Morgen früh, die ist okay, das beantwortet so ab, meine Frage schon, ja, das ist übel. Überhaupt arbeiten. Wow, er bringt den Dive in die Lava. Alter. Weil er hier rumdödeln will, Alter. Das ist. Oh nein, ich hätte drücken müssen. Scheiße. Ich dachte, das wäre ein Troll. Ich glaube, in dem Level. Aber jetzt geht's unten drauf. Wieder drauf, oder? Ich wollte gerade sagen, ja klar. Kein Händler am Start. Dari, Alter, was machst du denn hier? Junge! Komm schon! Ich hab den Ballon, Alter, also wirklich. Mehr Glück als Verstand. Oh mein Gott. Mann! Oh. Aber der killt. Jo. Da bin ich wieder, sorry für Unterbrechung. Kufe, Alter, moin. Hallöchen und, oh, sorry, Spatz, warte. Jetzt kannst du rein posten. Oder ich wollte nur gucken, wer hat das hier alles probiert. Michanus. Oder Michanus. Sollenmeier hat es auch probiert. Nicht geschafft, ja, krass. Krasses Level. Okay. Ja, Spitzspatz. So, jetzt schau mal, jetzt wird es auch noch bestimmt entspannt, oder? Jetzt hast du es eingesehen. Jetzt kommt ein ganz entspanntes Level. Habe ich nicht sogar letztens eins von dir geschafft? Ich meine schon, oder? Da ist 2, 3 RG. Ich meine, ich habe letztens eins geschafft. The Diorama of Imprecation. 1,3%. Kuro hat den Rekord. Probieren wir es mal. Immerhin nicht 0, irgendwas Prozent.
Das Level ist schlecht. Das ist ja schon mal gut zu wissen. Oh, oh, oh. Wir beiden. Oh, ist es im Dunkeln? Ja, es ist im Dunkeln. Das war klar. Also, dann will ich aber mit Pilz rein. Ich da den Pilz behalten habe, Junge. Okay, hier war eh verloren. Nein! Okay, es ist heftig. Aber immerhin stirbt man nicht in der ersten Sekunde. Halt, ja. Das war gerade komplettes Lack, dass ich da ohne Treffer durchgekommen bin. Ja, man kommt aber auch direkt durch. Wir sind schon beeilen, dann geht das. Ah. Ach du Kacke, Mann. Ja, gerne, Tipp. Shit. Ah, am besten nicht sterben. Ah, das ist ein guter Tipp. Mann! Oh Gott, ey, ich schaff's doch nicht mal an die Lücke rein. Das hat mich getroffen. Flog da noch ein Knochen in den Sky, Alter, moin. You just got liches so short. Moin. Hello. You just got liches horst. Na gut. Warum nicht? So, jetzt mit Pilz hier durchkommen, das wäre natürlich. Nein! Liches ist eine Schachseite. Ah, okay. Das kann sein. Ach, Liches. Okay. Und der Springer wird oft als Pferd dargestellt. Ja, das stimmt. Pass auf, jetzt. Nein, ich bin doch einfach so dumm. Ah.
So, Checkpoint? Wahrscheinlich nicht, ne? Boah. Hä? Ey, wo bleibt das stehen? Mann. Das ist für Kettenhunde. Ja, es war so klar. Für das Kurze brauche ich keinen Checkpoint. Aber für mich wäre trotzdem Checkpoint besser. Dann müsste ich jetzt den Part hier nicht nochmal machen. Boah. Na, ah, direkt durchziehen. Ich war vor dem Ziel. Okay. Das wäre dann tatsächlich kurz genug, um zu entschuldigen, dass es keinen Checkpoint gibt. So, diesmal aber ohne Hit, pass auf. Zack. Verzieht euch. Mann, jetzt häng ich hier in der... Ach Gott, der Dampf. Hätte ich ja eben Spinjump gemacht, wäre ich ja sogar rübergekommen. Ich glaube, so durchrushen ist nicht so eine gute Idee. Oh, 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 oh. So, jetzt ganz ruhig. Mach keine Fehler. Ja, das spielt vielleicht mit diesen Profi-Tipps. Ich einfach mal drauf hören würde, ne? Aber ich. Oh, das war ja scheiße. Wie so. Egal, egal, egal. Ich hätte den Pilz eh verloren. Pilze sind vergänglich. Leben sind auch vergänglich. Vornherein zum Scheitern verurteilt. Aber ich muss aber sagen, so, ich finde das nicht so schlecht, das Level. Also dafür, dass es ein dunkles Level ist, ist es schon eigentlich ziemlich cool. Dass man am Anfang warten muss, ist ein bisschen nervig auf Dauer. Aber gut, da gibt's Schlimmeres. Boah. Oh,
aber ich dachte, der Part. So, machen wir Entspannungsmusik, okay. Aber so geht's. Ich muss nur irgendwie ein bisschen Glück haben, wo die Koopas gerade sind. Beziehungsweise ein bisschen besser zielen. Nicht schlimm. Der erste ist ja eigentlich sogar noch leichter, weil man sich länger Zeit lassen kann zum Springen. Weil ab dem zweiten muss man dann wirklich springen, sobald das Feuer ausgeht. Und nicht angeflamed wird. Ah, schade. Jetzt den da rauslocken. Hallo, kannst du mal umdrehen da, du Knochengesicht? Wenn ich da mit dem Pilz wenigstens hinkommen würde, dann wäre es halt so gut wie unrealistisch. So gut wie unmöglich. Was ist der Sprung? Ja. Das war der Rhythmus. Den braucht man. Mann! Ja, das, aber den Rhythmus hier habe ich jetzt, glaube ich, raus. Wow, dann kommt da noch ein Geist von, wo kam er, Mann?
Aber ist es überhaupt möglich, da groß durchzukommen? Scheiße. Glaube nicht, okay. Ich glaube nämlich irgendwie auch nicht. Spinjump, der hat doch eben gut, hat sich doch bewährt. Oh, das ärgert so, dass ich eben schon diese gute Chance hatte und dann, nur weil ich keinen Spinjump gemacht habe, es nicht geschafft habe. Sonst wäre ich nämlich auf dem Kettenhund abgespinnt. Egal, hier heißt es ohne Pilz weiterleben. Boah, okay, also knapper geht's nicht. Oh, Level ist fertig, nice, ja rein damit. Mann, die Knochenschnauze. Hat mich berührt. Nicht schlimm. So, jetzt oft auf den Geist aufpassen. Und dann hat er sich an der Pflanze festgehalten hat. Mein Plan war gut. Also wenn es schon so anfängt, ne? Oh, der Rhythmus war irgendwie kaputt. Der Rhythmus war kaputt, es hat nicht mehr so funktioniert, wie es eben funktioniert hat. Versuch Gegner zu meiden. Ist das wieder einer dieser Pro-Tipps oder ist das ein ernsthafter Tipp? Warum frage ich überhaupt? Pro-Tipp, alles klar. Oh nein, der Rhythmus ist wieder im Sack. Sie müssen quasi, wenn die Flamme aufhört, muss er gerade nach links kommen. Das hat eben ein paar Mal richtig gut funktioniert. Ich glaube, weil ich jetzt zu schnell bin oder so. Vielleicht könnte man da sogar, wenn ich möglichst spät getroffen werde, könnte ich bis zum zweiten vielleicht durch. Das wäre eine gute Zeitersparnis. Das könnte relativ sicher funktionieren, glaube ich. Wenn man so geworfen hat, zack. Dann so. Ah Mann! Wenn der Cooper nicht da wäre, könnte man halt so da durchjumpen, aber es funktioniert nicht. Einmal probiere ich es noch so. Oh,
Naja, okay, scheiß drauf. Ich mach's wieder auf die alte Methode. Dann lieber langsam. Nicht schlimm. So ist der Rhythmus gut. So muss es sein. Werfen bitte. So, jetzt kommst du hier rüber. Oh. Nein, okay, letzter Versuch. Die Stelle hier macht ja, die tilt einen ja komplett. Nerd Bros, moin. Hi. So, jetzt oder nie. Wenn halt die ganzen Knöpfe, also auf dem, der Ketten und alleine wäre ja noch machbar. Okay, das zählt nicht. Weil man da einfach Glück haben kann und mit einem Spinjump über ihn drüber. Aber dann fliegen ja noch die ganzen Knochen rum. No chance. Ach Gott, du fucking Wahnsinn. Noch einmal ordentlich. Ein letzter ordentlicher Try mit Zeit lassen. Das fällt mir so schwer, weil ich so ungeduldig bin. Ja. Okay. Cooles Level aber eigentlich. Es ist gar nicht so übel. Also dafür, dass es ein dunkles Level ist. Rumdödeln. Ich war nicht am Rumdödeln, ich hab's ernsthaft versucht. Oh, ja, nee, nicht zusammenspielen, warte. Nein. Ich will nur kurz gucken, wer hat's außer Kuro noch geschafft? Einen zweiten gibt's noch. Lars. Der Paterianer, alles klar. Okay. Dann schauen wir weiter. Kufe. So, jetzt bitte aber 80% Clear Rate Minimum. J87. Ne, 80% muss natürlich nicht sein. Also, irgendein Wunschkufe, irgendwas Spezielles oder das Neueste? Malzeno 7-2. Oh Gott, daran erinnere ich mich auch noch. Oh Gott, das hätte ich auch im Leben nicht geschafft. Ohne Hinweise. Was ist denn Malzeno? Das scheint ja ein Spiel zu sein, oder? Wenn es da Bossfight-Musik gibt? Egal. Okay, dann warte. Vom Monster Hunter, okay. So, mal 10 Nummer an. Aber nehme ich jetzt den Bossfight oder fange ich hier an? Music. Was haben wir denn hier für Clear Rates? 13%, ja, das muss doch gehen. Na, kenne ich leider nicht.
Monster Hunter World habe ich mal für 2 Stunden oder so gespielt, oder 3. Warte. Habe ich jetzt die ganze Mucke geskippt? Warte mal, Ludwig, was ist das mit? Okay, warte nochmal. Aber der sagt sogar Run da oben, oder? Run. Ne, ich habe das richtig gemacht. Ach so, da flog er herum. Ich bin einfach auch ein Held, ne? Ich bin einfach ein Held. Boah, Junge, das war gut. Das wäre Speedrun hier. Kesselt und tot. Das war klar. Jetzt weiß ich, wie ich es machen muss. Nein. Schießt er immer nach unten. Scheiße. Ey, wie kann man eigentlich so schlecht sein? Wie geht das? So, eigentlich wäre meine Strategie hier. Nicht treffen, bitte. Ah. Wo kommen eigentlich diese Feuerbälle noch her, die da rumfliegen? Ach, da hat eine Blume noch mit drauf. Ah. Iframes. Oh. Pilz. Die Rambo-Methode. Komm schon. Cool. Ziemlich Rambo-mäßig durch, aber hat geklappt. Von dir auch dieser Wiggler-Fight? Ich habe immer schon mal so ein Monster-Hunter-Level gespielt. Da war das so ein Wiggler, so ein Wurm-Fight nachgebaut, den man zerquetschen musste. Ja, okay. Habe ich meinen Monster-Hunter-Kumpel direkt von erzählt. Fand er cool. Alles klar. So, you just got glitchless Horst. Toad Snowy Hills, 20 Sekunden, 4. Version, buffed it just slightly. Good luck, inspired by Kirby QT, den kenne ich, also vom Namen her. Kein Clear. Kein Clear klingt immer gefährlich. Good luck, thanks. Aber Kirby QT heißt doch dann, ist das so ein ganz kranker Time Attack oder so, ne? Habe ich nicht mal sowas auch von Kirby, sowas ähnliches gesehen? Was dann so unmöglich war, das in der Zeit zu schaffen? Oh, erstmal ausprobieren.
Das war fail. Jetzt bin ich tot. Okay. Okay. Okay, ich sehe schon. Ich sehe schon, das wird eine harte Nummer. Aber ich mag so Level eigentlich. Erinnert mich an hier von Chase Ground das Ivory Island, was ich auch noch nicht geschafft habe, was aber irgendwie. Ah! Was auch richtig geil eigentlich ist. Du musst halt dann echt so. Ah! Das war wahrscheinlich schon ein Fehler. Das ist wahrscheinlich auch ein Fehler. Okay, kein Ziel in Sicht. Man muss auf jeden Fall komplett durchziehen, das ist schon mal klar. Und vielleicht auch irgendwo noch ein paar Long Jumps einbauen. Komm, das war gut. Hey, wo ist das Ziel, verdammt? Ich glaube, man sieht es da an der Ecke, oder? Es könnte ein Block sein, das könnte auch das Ziel gewesen sein. Shit. Ist ein Rebuild? Ja, das kann sein. Er meinte, stand ja auch inspired bei Kirby QT, ne? Ich meine, ich habe mal sowas gesehen bei dem. Was mir jetzt allerdings leider nicht viel hilft, weil ich habe nie gesehen, wie das funktioniert. Eigentlich Level spielt in der Wüste, okay, kann sein. Ich denke mal, so ist richtig, oder? Lieber den Spin oben über die Röhre drüber als durch die Röhre durch. Nein! Scheiße. Das könnte gut gewesen sein. Das könnte auch gut gewesen sein, das war beschissen. Ja, ein paar Longjumps dazwischendurch, ne? Scheiße. Ach komm. Müll. Da vielleicht auch ein Long Jump, ne? Um dann direkt auf der Röhre zu landen. Da den Long Jump. Und dann so ein Instant Stop Spin Jump. Fuck. Ne. Oh, er macht dann nicht mal, was er soll. Hier könnte man auch einen Long Jump versuchen. Ja.
Das ist schneller als ein Long Jump. Ja, und dann an den Schrägen noch rutschen, an den leichten Schrägen. Das war nicht so gut. Das war, glaube ich, eigentlich. Ja, ein Long Jump, ja. Fehlt locker eine dicke Sekunde, glaube ich. Der ist, glaube ich, gut. Der auch. Dann hier oben durch. Ja, da ist das Ziel, aber boah. Das sieht halt knapp schon aus, aber das war jetzt ja gerade ein sehr guter Run. Und dann da oben drauf landen, ein Long Jump und du wärst im Ziel. Na, da nochmal rutschen. Oder unten her. Oder unten her und dann halt auf den Schneemann. Na, das war alles Müll. Oder war es sogar besser? Ja, ein paar Tries noch. Ich fürchte, ich schaff's nicht. Und das wird halt so ultra krass sein, da die letzten Meter halt noch hinzubekommen. Aber ich glaube, die Route ist schon gar nicht so schlecht, die ich spiele. Das ist Müll. Ich frage es auch, kann man ohne einen Spin bis auf die Röhre kommen, vielleicht mit genug Speed? Nee. Okay, man muss spinnen. Mann. Na. Mann! Also entweder spring direkt rüber oder spring dann über den Schneemann. Eins von beiden. So. So nicht. So. Okay. Ey, nice level, man. But I can't do it.
Das sieht jetzt halt schon knapp aus, aber es war gerade so ein guter Run. Ich weiß nicht, wo ich da noch so viel Meter rausholen soll. Aber cool, ich mag solche Level. Solche Time Attack, so ein Time Attack Stuff. Okay. Dari. Dari. Und? Schauen wir mal. Oh, jetzt komm schon, Nintendo. Aktualisier die Liste. Immer wenn ich sage, oh, jetzt muss ich wieder 1000 Mal aktualisieren, dann geht's beim ersten Mal. Und wenn ich nichts sage, dann muss ich 1000 Mal aktualisieren. Ah, okay, du bist noch gar nicht hochgeladen. Okay, okay, warte dann. Postpone. Und es geht weiter. Nassbros. L XPR kein Problem, kein Problem. Dafür gibt es ja Postpone. Muss was erledigen, gar kein Ding. Good luck, thanks. Was haben wir hier? 0,01%. Ja, sure. Surely. You are genius. Yes. Go to try at this level. No, I'm not gonna. Go try hard. I'm gonna try. But one out of over 5000. Da habe ich schon so die Ahnung, das wird keinen geben. Sammle alle 100, alle 400 Münzen und erreiche das Ziel. Das auch noch, okay. Okay. Nur mal kurz hier abchecken, was hier ist. Okay, nichts. Kein Cheese oder so, kein. Ah. Oder auch doch. Ach so, man muss ja alle 400 Münzen sammeln. Das bringt ja gar nichts, hier durch zu cheesen. Warte mal. Ah. Jetzt bin ich im Arsch, ne? Jetzt bin ich sowieso. Jetzt bin ich gerippt. Jo, Bescheid, Wisser, moin. Dass es da wieder Boost gibt, etwa. Ja, also ich sag mal, für so ein schweres Level, das hier noch sein muss. Aber gut, was haben wir hier noch? Das Problem ist halt, nee, egal was du jetzt machst, so, wenn es heißt, alle 400 Münzen sammeln, musst du ja so oder so alles machen, ne? Okay, dafür braucht man einen Schlüssel. Ach du Scheiße. Also das Level ist ja komplett übertrieben. Scheiße. Aber einer hat es schon gepackt. Ich meine, ne? Immerhin. Auch alle, ne? Ja, alle Münzen sammeln. Da hast du auch noch ein paar Münzen. Ja.
Gucken wir mal, wie die ganz normale Route hier ist. Oh, und dann überall Hidden Blocks, ne? Du kannst es ja echt vergessen. Ja, okay, und dann stimmt, dann sind es auch noch Hidden Blocks mit Coins, das ist natürlich komplett. Das ist, naja, was soll man dazu sagen? Ne? Ich gebe dem Level noch ein paar Tries, dass wir uns hier noch an dieser Meisterwerk ergötzen können. Aber ja, das wird halt. Aber war mir bei der Clear Rate schon klar, dass das nicht geklärt wird. Wie hat der eine Typ das dann gemacht? Das hat zu viel Zeit. Ja, okay, ne? Und dann hier solche Hidden Blocks mit den Coins. That's not nice. Oh Gott. Dann ist die Abschlussrate auch klar, ja. Genau. Oh ja, ey, aber ich sag mal so, ne, jedem sein Ding und vielleicht gibt's auch Leute, die stehen auf solche Level. Kann's ja geben. Und tot. Wenn alle von Streamern kommen, die es aus Streamer von sich vielleicht haben. Ja, das kann sehr gut sein. Allerdings habe ich gerade mir auch schon gehabt, es nicht zu liken, ehrlich gesagt. Weil ich halt diese Hidden Block Nummern auch einfach nicht mag. Aber ist ja auch nicht schlimm. Oh nein. Man muss ja auch nicht alles gut finden. Ich denke ja, was Level gut ist. Das ist natürlich die andere Option. Jetzt habe ich ja den Schüler verkackt, oder? Komm, letzter Versuch. Jetzt holen wir alle 400 Münzen. Und ich bin auch eh, ich bin nicht unbedingt so ein Fan von dieses Sammle 10.000 Münzen oder so, auch wenn es jetzt nicht so was Trolliges oder so Verarschendes ist. Ist einfach nicht so, aber das kann immer noch gute Level geben, ne? Aber so, dass man irgendwie so ein Level so komplett absuchen muss, ist halt einfach nicht so sehr mein Ding. Muss aber nichts heißen. Es gibt genauso gut Leute, die mögen das. Deswegen ist das auch. Hat alles meiner Meinung nach seine Daseinsberechtigung, aber. Muss ich halt nicht mögen. Oh Mann! Oh. Okay. Thanks for the level, Neth, but it's not for me. You need guys like Ionumi. Was sagen denn die Kommentare dazu? Damn. 398 Coins. Ja, sowas ist natürlich komplett. Dann tiltest du ja komplett.
Nicht mal schön gebaut. Oh, das bin, da bin ich ja relativ, wie nennt man das? Da bin ich ja relativ wohlwollend immer. Und ich fand es so schlecht, war es jetzt eigentlich. Ich fand es jetzt nicht so schlecht gebaut. Ah, Kirby hat einen Tipp gegeben. Drybone Shell hier. Puzzle Puissance. Wie? Hidden Star. Oh, Hidden Star gibt es auch noch. Hidden Block, ja klar. Worst Level ever. Random Hidden Blocks everywhere. Jo. Eine Sekunde, geht sofort weiter. Was Level? Okay, Random Blocks Everywhere. Ja, das ist aber auch, das ist Random Blocks Everywhere, ist halt, das macht es nochmal irgendwie extra frustrierend halt, ne? Je fais un autre niveau, est-il ne pas comme les autres? Ah ja, c'est l'enfer. Vor. Ja. 46 Stunden Tryhard. Nicht mit mir, aber danke. Trotzdem, ich danke jedem trotzdem fürs Einsenden von so einem Level. Oh, Free Fall in the Desert Sun wurde von Chess ausgespielt. Danke, ich hoffe, I hope you enjoyed. So, Spitzspatz. So, schauen wir mal, was jetzt kommt. Da ist 23RG, das ist glaube ich wieder der Maker-Code, ne? Ja. So, dann das haben wir. Ah, hier, guck mal, siehst du das? Ich habe das 90 Level geschafft. Ein weiteres nicht gut gebautes Level. I'm a Sadist, aber das hat doch, da habt ihr doch letztens schon drüber geredet, oder? Das ist doch kein Level für mich, oder? Hier, Lars hat es geschafft, 17 Sekunden. Hier ein freundliches Handführ-Level. Aber ich muss zugeben, dass ich schon neugierig bin. Aber ein Clear von über 1000 ist halt ja auch wieder so ein Ding. Aber wenigstens keine 400 Münzen einsammeln. Aber ich bin neugierig, ich will es sehen. Bin ich nach Lars etwa der Erste, der dieses Sadisten-Level schafft? Wahrscheinlich nicht. Aber bitte auch nicht wieder so ein Schwitz-Level, wo man drücken muss wie ein Bescheuerter. Ey. Okay, aber warte mal. Ist das schon irgendein Trick, den ich nicht kenne? Warum ist da ein Fragezeichenblock? Fragen über Fragen. Hui! Hui! Also musst du bestimmt irgendwie mit dem Schwung oder so arbeiten, ne? Okay, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie ich allein schon den ersten Jump machen soll. Oder länger warten, später rausspringen aus der Claw? Gibt es ein paar Hinweise oder so? Und dann immer noch dieses Hupengeräusch, was einen triggern soll. Übrigens, ich weiß nicht, wer das von euch kennt, aber hier diese Sounds, ne? Der hier. Dieses Gesicht, dieser Gesichtssound, keine Ahnung, wie man das Geräusch an sich nennt, der kommt aus Mario Paint. Wisst ihr das? Wer hat Mario Paint früher gezockt? Ich hatte Mario Paint tatsächlich auf dem Super Nintendo und hab da. Nein. Hab da viel mitgespielt. Lol, nee, okay. Ja, es gab mal, ne, dann nur kurz zur die Geschichte. Es gab für Super Nintendo mal Mario Paint, das war quasi. So ein Spiel, wo dann ein Mauspad und eine Maus dabei war und du hattest quasi so eine Maus und konntest dann da so malen und so, deswegen Mario Paint. Aber du konntest eben nicht nur malen, du konntest auch Musik damit produzieren und so Sounds auf so Notenlinien setzen, die wurden dann halt so abgespielt und da war auch dieses Gesichtsgeräusch dabei. Und es gab sogar ein Minigame, wo du mit der Fliegenklatsche so Fliegen jagen musstest und man immer halt so auf die Fliegen klicken musstest. Das war der Hit. Ich glaube, Mario Paint habe ich sogar noch, aber ich habe das Mauspad und die Maus nicht mehr. Oder doch? Ich bin gerade gar nicht sicher, vielleicht habe ich sie sogar doch. Ich glaube, ich habe das immer noch mal gespielt. Und dann war halt aber die Maus komplett im Arsch und man konnte gar nicht mehr spielen. Aber hier, Spatz, kannst du mal eine... Musik, ja, das Musikproduzent, genau. Und Insektenjäger.
Gibt es hier irgendwie einen Tipp oder so, wie man das, wie das funktioniert, oder ist das einfach nur... Hui, ja! Ja! Spring den rechten Greifarm, damit bekommst du mehr Sprung. Den rechten Greifarm, okay. Ich hab's gerade irgendwie einmal geschafft. Und dann früh rausspringen oder spät aus der, aus dem Arm? Spät, wenn du ganz oben bist. Ja. Und dann? Warum ist denn da noch ein Loch? Oh Mann. Also gegrillter Schmelzkäse geil, gekochtes Ei geil, aber gekochtes Ei auf Waffeln? Hab ich noch nie gegessen. Moin, Captain. Moin, moin. Also Waffeln geil, gekochtes Ei geil und Schmelzkäse auch gut, aber... Oh. Ach du Scheiße, und dann funktioniert es halt überhaupt nicht mehr. Aber gekochtes Ei auf Waffeln? Oder meinst du auch den Schmelzkäse auch auf Waffeln? Weil dann auch... Nein. Ja, ja, alles fit soweit. Danke der Nachfrage. Der ist vorher in die Grillstäbe eingebaut. Ach Gott, also auch dann dieser Sprung da runter ist halt ja noch ist ja mindestens genauso schlimm wie alles andere. Okay, das ist halt. I'm a sadist? Fragezeichen. Die Antwort ist, glaube ich, klar, oder? Schmolzenes Grillschnitzel. Ja. Antwort nein. Antwort ja. Oh. Ah. Ja, Stück rein, Captain. Mann! Boah, der war richtig gut. Mann! Dieser Sprung da runter ist halt auch total schlimm. Waffeln ist gerne zum Frühstück gekochtes Ei auf Waffeln mit Grillkäse. Wo kommt das jetzt her? Nein! Ich hab doch gerade gesagt. Gekochtes Ei, mega geil. Schmelzkäse auch geil und Waffeln sind okay, aber zusammen auf keinen Fall. Oder weiß ich nicht, vielleicht schmeckt das geil, aber habe ich noch nie gegessen. Fällt mir irgendwas Perverses ein, was ich esse?
glaube ich, da ist gar nichts Perverses. Saure Gurke auf Käsebrot ist nicht pervers, oder? Weil das esse ich oft. Granit-Sandwich. Na dann. Ich esse keine Eier, nicht mein Fall. Also das Zutat von Kuchen oder so, klar, aber nicht so direkt. Ah, okay, okay, ja, muss man auch nicht. Ich feiere Eier tatsächlich. Aber ich muss dazu auch sagen, dass ich ja Hühnerhalter bin. Also ich bin ja Hühnerfan. Und wir haben halt die geilsten Eier. Also kaufen tue ich Eier auch nicht. Aber ja, ich würde auch Eier kaufen, so, aber wenn man Hühner hat, ist das halt ein cooles Add-on, dass man auch die besten Eier hat. Apfel mit Salz, really? Echt? Aber habe ich noch nie probiert. Vielleicht ist es geil so, aber ich mag gekochtes Ei auch nicht. Krass. Ich kannte mal einen Typen, der rohe Zwiebeln wie Äpfel gegessen hat. Ey, aber dazu kann ich sagen, oh, Pommes mit Senf finde ich auch geil. Ist das was Perverses? Mögen das die Leute nicht? Pommes mit Senf finde ich gut. Ey, und rohe Zwiebeln, ich habe halt mal irgendwie so gehört, so, ah, hier, rohe Zwiebeln, einfach einmal am Tag eine rohe Zwiebel essen, wie ein Apfel, das ist super gesund. Da habe ich gedacht, ey, komm, probiere ich das mal, ey. Das ist so schwer. Ey, wenn du einmal in die Zwiebel reinbeißt, so okay, aber spätestens beim zweiten Mal könntest du schon kotzen. Und nach zwei Tagen habe ich dann auch aufgegeben. Das war mir zu krass. Also eine rohe Zwiebel einfach so essen ist total schwer, finde ich. Würde ich gerne machen, weil es sehr gesund sein soll, aber ich brauche wenigstens irgendwas anderes dazu. Also Zwiebeln finde ich total geil, aber einfach nur Zwiebel ohne alles andere ist komplett pervers. Das geht gar nicht. Probier es mal, wenn du Granatapfel hast. Wenn du Granatapfel magst. Aber isst man bei Granatapfel nicht nur die Kerne? Ist das dann Saft im Mund? Von der Zwiebel meinst du? Ja, du hast halt einfach so eine Zwiebel. Es schmeckt halt einfach so zwiebelig. Ich esse nur Röstzwiebeln. Röstzwiebeln sind auch geil. Zwiebeln mit Knoblauch finde ich auch geil. Aber am besten halt irgendein Gericht mit Zwiebeln und Knoblauch. Aber Knoblauch ist dasselbe, ne? Also einfach so pure Knoblauch essen. Ich weiß nicht, ob ihr es schon mal probiert habt. Weil ich meinte halt so zu meinem Bruder einmal, als wir gekocht haben. Oder besser gesagt, als er gekocht hat und ich dabei war. Manche halt so, es kann nicht zu viel Knoblauch sein, Knoblauch ist total geil, weil ich mag Knoblauch halt total. Dann meint er erstmal einfach so eine Knoblauchzehe, habe ich dann manchmal, warum nicht? Alter, also wirklich so eine Knoblauchzehe einfach so zu essen, ist halt auch komplett heftig. Gyros immer ohne Zwiebeln, also ich meine, Gyros mag ich auch ohne Zwiebeln, aber ich mag es auch voll gerne mit. Ist ein gutes Beispiel dafür, wo... Mann, und ich habe sogar noch geschafft! Erlebt! Oh, guck dir den Profi an. Scheiße. Man könnte sich halt so ein bisschen von dem Screen Scroll schieben lassen, ne? Ist das vielleicht ein Trick? Mann. Salzbrezel Schokokuchen. Ich bin halt überhaupt nicht so der süße Typ, so, und deswegen wäre bei mir der Schokokuchen wäre das Problem. Aber Salzbrezel, geil. Immer früher auf Festivals, wenn du so morgens vom Festival runtergehst und dann so ein Brezel standest oder so, dann erstmal so eine schöne, warme, salzige Brezel holen. Beste. Mein Onkel hat seine Lakritzschlangen in Tomatenketchup gedippt. Okay. Das habe ich auch nicht gemacht. Habe ich auch noch nie gehört. Wir haben so Lakritzschlangen, also ich bin jetzt auch kein Lakritz-Fan, aber diese Schneckendinger von Haribo, die gehen schon klar, finde ich. Aber was halt ganz krass ist, ich hatte mal einen Kumpel, der hatte so ein Glas mit so Salmiakkugeln. Ey, und die gingen halt gar nicht mehr klar. Das war halt einfach Lakritz-Overdose. Scheiße. Alle so bar. Da hat sie immer Oso. Was ist Oso? Oder meinst du Uso? Also hier dieser griechische Schnaps oder so? Oh. Uso, genau, okay. Okay, ja, hier eine Spitzschwarz. Es ist irgendwie cool, das Level. Ich glaube, auch irgendwann könnte man das schaffen. Aber nicht heute. Aber eigentlich cooles Level. So
Also schlecht finde ich es nicht, aber sadistisch ist es schon. Hier ein freundliches Handführlevel, da ist es wieder so, da kann man drüber streiten. Oh, aber. Ja, ich hätte eigentlich mal einen Kommentar hinterlassen können, aber gut. Okay, komm, ziehen wir mal weiter. So, Dari, ist das jetzt hochgeladen, das Ding? Ist hochgeladen, perfekt. The Tranquil Forest. Calm Kaizo Level with 2 Checkpoints. Brand new. So einfach relaxed sein, okay, wir schauen mal rein. Oh, ah, okay. Cool. Ey, da muss man aber schnell sein. Nur abbouncen geht nicht, oder? Der Naked braucht doch so ein paar. Ach so. Ja, nee, alles klar. Hab den Indikator wieder. Ich habe wieder nicht genug geglaubt hier an den Indikator. Jetzt habe ich zu sehr an den Indikator geglaubt. Scheiße. Boah, zu spät gesehen. Nee, kein Problem. Direkt werfen. Eine Sekunde kurz. Sorry. Aber meine Verabredung meldet sich, das heißt, ich muss jetzt bald aufhören. Das heißt, ich schließe auch gleich mal die Queue. Also wenn ihr jetzt noch was reinhauen wollt, haut rein. Okay, langsam fühle ich es. Ein paar Tries brauchte ich, um reinzukommen. Der Shelljump-Profi, ne, ist wieder da. Was war das? Okay, da. Hab ich noch nicht gecheckt. Ist das so gedacht? Nee, oder? Nicht? Ja, okay. Dann checke ich die Stelle nicht. Noch nicht. Soweit ist klar. Das funktioniert nicht. Vielleicht oben und dann von der Spring nach rechts hauen lassen? Ist das der Plan? Nein!
machen. Aha, easy. Und der Checkpoint. Und dann wieder zurück auf die Bombe, Junge. Wahrscheinlich, ne? Um auf den P-Switch, von dem aus dann. So viel Zeit bringt das auch nicht. Aber ich hab mal. Man kann sich verlinken, da hast du recht. Mit dem Verlinken hast du recht, aber bei mir wurde es mal genau andersrum. Also, als ich immer abgelaufen lassen hab, hieß es dann, ey, warum startest du nicht neu? Das geht schneller. Und da habe ich gedacht, okay, dann Neustart. Also zumindest solange man vor dem ersten Checkpoint ist und dann auf den Swamp, okay. Aber ich habe jetzt auch nie eine Messung oder so durchgeführt, wie viel das bringt. Ich denke mal, es kommt halt auch ne, von Leuten, die irgendwie so. Also ich denke mal, das kommt daher, wenn jetzt irgendwie so einer bist, der da so ganz die ganz kranken Level spielt. Oh, warte mal kurz. Oh, fuck. Wir haben keine Geduld. Ja, ich auch nicht. Ich habe auch keine Geduld. Und jetzt stell dir vor, es gibt ja echt so Leute, die spielen ja so 14 Stunden ein Level oder so, weil das halt total übertrieben und schwer ist. Und vielleicht kommt es dahin, ne, wenn du 14, wenn du, keine Ahnung, sag mal, du sparst eine halbe Sekunde und machst das 14, ich kann es jetzt im Kopf nicht ausrechnen, aber ihr wisst, was ich meine. Du sparst 14 Stunden lang, stirbst du und sparst jedes Mal eine halbe Sekunde, dann ist es ja in der Summe schon irgendwie ein bisschen was. Aber du hast auf jeden Fall vollkommen recht mit dem Verdrücken, das passiert nämlich oft genug. Und dann? Achso, dann einfach rüber. Okay. Ja, genau, wenn du dann neu startest, wem ist das noch nicht passiert, ne? Jedem. Pass auf jetzt. Wow, aber es war gut. Ich glaube, ich habe meine Switch kaputt gemacht. Wie? Wie hast du sie kaputt gemacht? Und warum? Irgendwie, aus irgendeinem Grund denke ich immer, irgendwas Falsches. Du hast einen Marker verpasst. Okay. So. Aha. Alles klar. Hat das Land zu Deutschland geändert, um nach einem Spielpreis zu schauen? Dann wollte ich den E-Shop, aber hatte kein Internet. Ich stellte einen WLAN-Router. Oh. Ach so, und jetzt irgendwie durch das Land wechseln oder so, hast du die Software, also zumindest nicht hardwaremäßig kaputt gemacht. Dann lässt sich ja im Notfall bestimmt resetten oder so, oder? Wenn jetzt irgendwie echt was broken ist. Vielleicht hat Nintendo da was gegen oder so, wenn man das Land einfach wechselt. Mann! Der Glaube war wieder da. Okay, geil, geil.
Geil. Oh, bitte! Oh, okay, ja. Geil. Nice. Geil. Geiles Level, Mann. Vor allem das Ende auch irgendwie wieder richtig nice. Und ich hätte es ja sogar fast so geschafft, aber dann bei der letzten Spring noch. Und der First Clear. Nice. Cooles Ding. Boah, immer diese Sprachnachrichten, sorry. Hinweise zum geistigen Eigentum, 12 Stunden durchlesen. Oh Mann, ja, viel Spaß. So, okay, Leute, ne, ich hoffe, alle haben noch alles reingeschickt, was ihr wolltet. Ich ändere jetzt den Titel und dann schließe ich die Queue. Oh, okay, Daria, warte, warte kurz, Dari. Jetzt. Hau rein, Dari, weil dann... Oh, moin, Trekkie übrigens. Moin, moin. Noch keine neuen Level. Ja, ist ja nicht schlimm. Trotzdem, hallo. So, was ist den nicht hier übersehen? Y VMF. Es wird statt zu kämpfen. Ja, Trekkie, alle deine Level habe ich alle durchgezockt. So, dann close ich jetzt. Ups. Lass mal kurz gucken, wie viel haben wir denn jetzt hier noch? Eins. Ist ja komplett easy. Okay, dann kommt ja hier nach nur noch eins. Also das kriegen wir auf jeden Fall alles noch hin. Vor meinem Termin. So, Captain Pollution, 17. Level. Time for some bouncy action. Minigame Nummer 2. Und der gute... Sorry. Der gute Verwalter hat den Rekord mit 41 Sekunden. Und an der Stelle auch mal, Leute, ne? Ich weiß, dass Trekkie streamt. Ich weiß, dass Captain Pollution streamt. Und der Verwalter übrigens auch. Also schaut da ruhig bei allen mal rein. Wenn ihr Bock habt. Und wenn sonst noch einer im Chat ist, der streamt, den ich jetzt vergessen habe, gerne erwähnen. Jetzt ist der Eigenwerbemoment. Dari, streamst du? Also wenn ja, das wäre die Höhe, dass ich davon nichts weiß. Okay. Aber ansonsten auf jeden Fall Bescheid sagen. Da ist mein Follow ja schneller da, als du dreimal Kaizo sagen kannst. Streamen zurzeit Tears of the Kingdom. Ja, okay, und wie läuft's? Ich fand Tears of the Kingdom geil. Ich hab's ja nicht auf 100% gespielt, also jetzt auch mal abgesehen von. Oh, das Level geht aber echt fit hier, glaube ich. Also abgesehen von den Crocs, die man ja eh nicht alle holen sollte, wenn einem seine Freizeit lieb ist. Warte. Da habe ich auch nicht alle Kleidungsstücke und auch nicht alle Schreine. Warte mal, hab irgendwas verkackt, glaube ich. Na, wer weiß, man weiß nie, Dari, ne? Man weiß nie. Ah, warte, da ist der Schlüssel. Okay, jetzt habe ich es gecheckt. Unterwelt, ja genau, die Unterwelt habe ich auch nicht komplett aufgedeckt, ey. Das war mir einfach irgendwie, ich hatte einfach keinen Bock mehr irgendwann. Und es kam ja dann noch Street Fighter raus, deswegen war ich auch noch gehypt auf das nächste Game. Aber, egal, Zelda Tears of the Kingdom fand ich war ein geiles Game und ein absolut würdiger Nachfolger zu Breath of the Wild. Ich fand's richtig gut. Also mir hat es nochmal richtig Bock gemacht, nochmal in die Welt zurückzukommen und dann nochmal. Und die haben auch genug geändert, finde ich. Also ich fand's geil. Muss natürlich jeder selber rausfinden.
Und die Frage ist natürlich, steht man auf so Exploring, Open World Games und so? Weil eigentlich stehe ich da gar nicht so drauf, aber Zelda fand ich gut. Mario Maker gar keinen Bock, sonst kein Nachfolger. Was mit Final Fantasy 16 Trekkie? Kann ich auch jedem empfehlen. Final Fantasy 16, mega geiles Game. Ah. Junge, jetzt komm schon. Ich schaff's, gegen die Bänder anzurennen, nur mit Wille. Und starke Beine. Ne, und natürlich nur mit Rennen gedrückt halten. Ich muss mich nur kurz vor den WLAN-Router stellen. Oh Mann, der arme Spitzspatz. Woll die miesen Probleme. Aber ein cooles Level. Schönes und war auch wirklich leicht. Verwalter irgendwie wieder dann 41 Sekunden durch, jetzt brauche ich nicht fragen, aber gut. Spieleberater gehören. Ja, das ist natürlich vielleicht nochmal, ne, wenn man so ein Buch dazu hat oder so, dann ist vielleicht auch ein bisschen lockerer, alle Schreine zu holen und so. Aber ich weiß nicht, wie viele Schreine hatte ich? 100, 110 oder so? Ich glaube, ich hatte 110 Schreine oder so und von den Wurzeln in der Unterwelt, keine Ahnung. Da hatte ich nicht so viele. Ich weiß auch, diese Verbindung, also man kann überall, wo du einen Schrein hast, kannst du dir unten eigentlich einen Marker setzen, weil da eine Wurzel sein wird und andersrum. Wie lange das Spiel noch bockt. Also ich weiß nicht, wie lange habe ich es gespielt. 100 Stunden oder so, und das hat schon gebockt. Und dann, wie gesagt, dann war Street Fighter in den Startlöchern und so, und dann habe ich gedacht, ey komm, jetzt wird durchgezogen und dann wollte ich in Street Fighter rein. Okay, Dari, ist das irgendein besonderer Wunsch, den du hier reingeschickt hast? Was ist denn nur der Maker-Code? 140 Stunden und mehr habe ich, okay. Warte, das können wir mal ganz kurz abchecken. Das kann man auch hier mal ganz gut sehen, oder? Wo sieht man das nochmal? Hier oben. Ja, 115 Stunden habe ich gespielt. Spintastic Ride, 3% Level in 3 Tries schaffen. Was für 3 Tries? Naja, mit Spielball kannst du genau gucken, wo die sind. Ja, dann ist das schon mal ein bisschen. Aber das habe ich mir halt nicht. Man könnte ja auch online sich irgendeine Karte rausholen oder so. Das habe ich aber halt alles nicht gemacht. So, jetzt bin ich hier da rausgegangen. Easy für mich. Also mit 3 Tries weiß ich nicht, aber ich spiele das Spiel. Ich spiele das Level auf jeden Fall. Am liebsten mit einem Try und dann schöne Rekordzeit hinsetzen. So, Spintastic Ride, da ist er schon. Was ist denn eigentlich hier mit Wildfire? Ist nur Glauben die ganze Zeit und du kennst ihn mehr, okay. Ja, also ich finde die 100% ist halt, die Crocs sind halt das Hauptproblem. Ne? Ich habe bei Breath of the Wild 99,96% oder so gehabt. Ups, das war dumm. Weil mir irgendwie 4 Crocs am Ende gefehlt haben. Und da habe ich mir auch direkt gesagt, bei Tears of the Kingdom, das werde ich da gar nicht erst probieren. Mit einer Liste von Anfang an oder so, okay, kann man es vielleicht machen. Wow. Der Glaube muss komplett da sein. Das ist das Glaubenslevel. Spielwarte muss was für sein Geld suchen. Ja, pass auf, Dari, jetzt kommt der Try, pass auf. Der Glaube! Nein! Das war nicht der Glaube, das war das Auge, was nicht mitgespielt hat. Aber der hat nicht gezählt, oder? Pro Checkpoint kriege ich einen Try wieder dazu. Das war doch abgemacht. Das heißt, jetzt habe ich auch wieder einen Try mehr.
Jetzt ein Try. Mann! Jo. Hi. Fuck. Wegen dir bin ich gestorben. Sorry. Mann. Oh, ist ja aus. Echt? Aber ich habe eben noch was gehört. Ja. Danke. Kann liegen. So, ich mach das jetzt aber hier noch, den One-Try, den One-Shot. Für meinen Boss. Ja, ja, ich hab's, also ich hab bei BOTW habe ich tatsächlich alle Schreine, alle Kleidung, alles. Einzige, was ich nicht hatte, waren 4 Crocs. Und da hatte ich ja noch keinen Bock mehr. Dann habe ich irgend so ein 700 Stunden langes YouTube-Video gefunden. Da habe ich überlegt, sollst du das jetzt einmal komplett durchgehen, aber dann habe ich halt so, nee, nicht für so einen Scheißhaufen, ey. Hey, wieso, was war das denn jetzt schon für eine Scheiße? Es gibt eigentlich nur 2 Stellen in dem Level hier, wo man ein bisschen Zeit sparen kann. Das sind jeweils die Enden. Dass man da nicht ganz so hoch springt. Hier zum Beispiel. Und dann schnell in die Tür rein. Zack. Und hier auch nicht ganz hoch. Mann, das hat doch sonst immer funktioniert. Krass ist, wie gut das funktioniert, ne, mit den Setups. Das ist halt echt. Da war ein bisschen hoch. Da hätte man zum Beispiel jetzt auch noch die Millisekunde vielleicht sparen können. Ich hab ganz kurz losgelassen. Ich hab wirklich so kurz losgelassen. Mann, oh. Okay, jetzt perfekter Run. Perfekt. Idiot! Mann!
Ja, wieder ein bisschen hoch. Und Skiplevel finde ich, ja, ich finde es super geil. Ruhig bleiben. Nein? Was ist nein? Oh nein, Schwarz, was passiert? Jetzt ist die Switch endgültig abgeraucht. Muss für immer Australier bleiben. Geil. Ah, wieder so ein bisschen verkackt am Ende von der Röhre. Oh, sorry. Profi im Frost Geira killen, das ist der, also das ist dieser Rochen in der Unterwelt, ne? Ach, krass, kommt der wieder? Respawnt der? Oh, wie ist der eine Sekunde, Alter? Aber es war ein guter Try. Wie heißt denn der Dude hier? Eddie. Eddie, wenn du das siehst, GG, ich geb mich geschlagen. Cool. Ja, genau, der Boss der Mintempel war, der unten nochmal kommt, ne? Ja, ich erinnere mich. War auch ganz cool. Okay, Leute. Hier läuft schon wieder die ganze Zeit immer meine Nachrichten heiß. So, das war's dann für heute mit Mario. Ne, ich kann den E-Shop nicht mehr öffnen. Oh Mann, der arme Spitzspatz. Tja, ich wünsche dir damit alles Gute, ey. Im Notfall irgendwie resetten die ganze Switch oder so. Das geht doch bestimmt irgendwie, oder? Einfach mal so ein Software-Reset. Auch Nintendo Online nicht mehr. Da kannst du auch kein Mario mehr spielen, ne? Also zumindest keine Endlos oder so. Seite konnte nicht angezeigt werden. Wie übel! Ja, ey, das musst du fixen. Guck mal irgendwie, ich kenne mich mit der Switch auch gar nicht aus, aber guck mal, ob es irgendwo Reparatur gehen. Online kannst du schon spielen, okay. Irgendwo Reparatur oder zur Not zurücksetzen oder so. Irgendwas wird es da schon geben, hoffe ich doch. Okay, Leute. Ich muss los. Danke, ich danke euch allen fürs Einschalten. Es waren coole Level wieder am Start. Vielleicht sieht man sich heute Abend zu Final Fantasy. Ansonsten wahrscheinlich erst Dienstag, weil ich jetzt arbeiten muss wie ein Knecht. Und ansonsten an den Support wenden, genau. Und alles klar, ne? Wenn man sich nicht mehr sieht, macht euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns spätestens Dienstag, oder wahrscheinlich frühestens Dienstag, besser gesagt, oder heute Abend. Haut rein, bis dann. Ciao, ciao.